Hey Leute, willkommen auf meinem Kanal. Besser ist das. Ich habe mir wieder was gegönnt und was möchte ich euch jetzt mal vorstellen. Und zwar handelt es hierbei um eine Getriebeölpumpe bzw. ein Getriebebefüllgerät. Mit dieser Pumpe ist es möglich, sowohl Schalt-, aber auch Automatikgetriebe und Differentiale mit Öl zu befüllen. Da gibt es einige Modelle von, viele mit Handpumpe. Ich habe mich in diesem Fall für eine mit einem Druckluftanschluss entschieden. Aber schauen wir uns mal die Pumpe bzw. das Befüllgerät mal im Ganzen an. Wir haben hier einen Vorratsbehälter mit einem Volumen von 6 Litern. Hinten an der Oberseite haben wir unseren Druckluftanschluss mit einem Hahn, um den Durchfluss der Luft zu regulieren oder komplett zu schließen. Wir haben hier natürlich ein Druckmanometer, der uns über den Druck informiert, der gerade anliegt. Der Hersteller empfiehlt nicht mehr wie 2,8 Bar. Dann haben wir vorne ein Regelventil, um den Durchfluss zu regulieren. Über dem Manometer haben wir ein Sicherheitsventil, was die Druckluft ablässt, wenn es zu viel ist. Auf der gegenüberliegenden Seite haben wir natürlich unseren Anschluss, aus dem dann das Öl herauskommt. Und oben am Griff haben wir natürlich unseren Betätigungsmechanismus. Diesen können wir natürlich auch fixieren und müssen somit den Griff nicht dauerhaft festhalten. Wie schon gesagt, geeignet ist dieses Gerät zum Befüllen von Getrieben, Verteilergetrieben, Differentialen mit dem entsprechenden Öl. Natürlich gibt es zu dem Gerät auch noch ein umfangreiches Zubehör. Und zwar haben wir hier erstmal drei verschiedene Schläuche mit den passenden Adaptern, die oben einfach aufgesetzt werden können mit Schnellverschluss. Diese Schläuche haben jeweils einen anderen Durchmesser für die jeweiligen Gegebenheiten. Das Entfernen ist auch kinderleicht. Und schon ist der Schlauch ab. Dann haben wir noch hier dieses praktische Handstück mit 1,50 Meter langem Schlauch. Auch dieses kann oben an dem Gerät einfach angestöpselt werden. Mit dem Handstück haben wir jetzt die Möglichkeit, das Gerät hier oben zu verschließen. Somit haben wir dauerhaft Druck in der Leitung und können dann über das Handstück regulieren. Auch beim Handstück haben wir die Möglichkeit, es zu fixieren mit diesem Gummi. Am Ende des Handstücks haben wir auch wieder einen Schnellverschluss, wo wir praktisch dann auch wieder die drei Schläuche anschließen könnten. Aber es gibt dafür natürlich auch noch anderes Zubehör. Und das zeige ich euch jetzt. So, und hier sehen wir einmal das Zubehör, was noch mit zum Lieferumfang gehört, zu dem Gerät. Hier sind die einzelnen Adapter für verschiedene Getriebe und auch verschiedene Fahrzeughersteller. Fangen wir mal einmal an. Hier haben wir zum Beispiel einen Adapter für verschiedene Fords mit diesem speziellen Gewinde. Dann haben wir Anschlussstücke mit einer bestimmten Neigung. Alles natürlich mit Schnellanschluss. Dieser ist zum Beispiel hier für BMW, Honda und Nissan. Dieses Endstück ist zum Beispiel für VW und Audi. Dieses Endstück eignet sich für VW, Audi und Porsche. Dann haben wir wieder ein gerades Endstück, diesmal aber mit einem
M10-Gewinde, geeignet auch für VW, Audi und auch Mini Cooper. Dann geht es weiter mit diesen roten Anschlüssen. Hier haben wir ein M24x1,5-Gewinde für VW Audi, zum Beispiel DSG Direktschaltgetriebe. Dann haben wir einen Adapter mit einem M22x1,5-Gewinde, auch wieder VW Audi, für ein CVT, also stufenloses Automatikgetriebe. Der dritte rote Anschluss ist ein M12x1,5-Gewindeanschluss für Mercedes, zum Beispiel für das Siebengang-Automatikgetriebe. Der vierte rote Anschluss gibt der Hersteller an, ist ein M18x1,5 für verschiedene Skodas. Und dann haben wir hier noch einen Anschluss mit einem M30x1,5-Gewinde. Da gibt der Hersteller an für VW, Passat oder Tiguan für die Haldex. Hier oben haben wir auch nochmal drei Anschlüsse. Und zwar haben wir hier einmal einen Anschluss mit einem kleinen flexiblen Schlauch. Das ist ein Universalanschluss für viele gängigen Fahrzeuge, für verschiedene Hersteller, für verschiedene Getriebe. Hier schreibt der Hersteller halt universal, flexibel, 30 mm, zum Beispiel Honda, Hyundai oder Kia. Dann haben wir hier nochmal einen kleinen Anschluss mit einem Anschluss von 5/16 x 24 für Volvo. Und nochmal ein Anschluss M18 x 1,5 für Toyota oder Lexus. Also, wie man sieht, das Zubehör ist sehr umfangreich, eigentlich für so gut wie fast jedes Getriebe, egal ob Schalter, Automatik, Differential oder Verteilergetriebe dabei. Wir haben also die Pumpe mit einem Fassungsvermögen von 6 Litern, dann das praktische Handstück mit Schlauch mit einer Länge von 1,5 Metern. Wir haben diesen Koffer mit sämtlichen Anschlüssen für viele Fahrzeuge und Getriebe spezifisch, aber auch universell einsetzbar. Und nochmal drei verschiedene Schläuche. Also damit müsste man schon gut was machen können. Wie man sieht, wurde mit dem Werkzeug noch nicht gearbeitet. Ich konnte mir das jetzt noch nicht ausprobieren. Da ich aber in der nächsten Zeit beim Opel das Öl vom Automatikgetriebe wechseln möchte, darum habe ich mir auch das Gerät geholt, wird dieses Gerät dann natürlich zum Einsatz kommen und kann ja dann in dem Video vom Opel auch berichten, wie dieses Gerät funktioniert. Also, wenn euch interessiert, wie dieses Gerät funktioniert und ob es funktioniert, dann lasst doch ein Abo da, schaut bei meinen Videos vorbei. Das wird dann, ich denke mal, die nächsten Wochen kommen. Aber zu diesem Video soll es das erstmal gewesen sein. Ich hoffe trotzdem, das Video hat euch gefallen. Wenn es euch gefallen hat, lasst da bitte einen Daumen da. Über ein nettes Kommentar würde ich mich natürlich freuen. Es darf natürlich auch gerne abonniert werden. Abonnieren ist weiterhin kostenlos. Und bis dahin, ciao, ciao.